Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und ja, wie ihr unschwer seht, bin ich jetzt nicht mehr in der Zoe unterwegs, sondern schon im E-Golf. Und ja, ich lasse mal ein paar Impressionen vom Abholen reinkommen, aber bevor wir darüber reden, müssen wir mal reden, wie bin ich überhaupt nach Dresden zur gläsernen Manufaktur gekommen. Und ja, ich blende jetzt immer wieder mal ein bisschen ein paar Bilder ein, ein paar Impressionen, so was ich so in der, auf der Fahrt vielleicht erlebt habe. Und ja, was war das Lustige? Ja, wir haben ein Ticket gebucht für eine Bahn, was einigermaßen günstig war, sagen wir es mal so. Und hatten dann halt allerdings natürlich Zugbindung. Ich hatte halt den Tag mir ausgewählt und habe gesagt, naja, so ein Nachmittag-Übergabetermin. Man weiß ja nie, was passiert bei der Bahn, ne? Und ist ja auch so, ne? Hat sich auch wieder bewahrheitet, dass es eine gute Idee war. Termin war um 15 Uhr und habe gesagt, naja gut, dann sind wir bis um Mittag dort und dann hat man genug Zeit, um halt irgendwelche Eventualitäten oder so bei der Bahn, was auch immer die in der Früh auswürfeln für Probleme, dass man die halt dann ja nicht unbedingt spüren. Und ja, was soll ich sagen? Wir steigen schon ein in den Zug und schon bekomme ich auf der App eine Warnung, so, Achtung, Anschlusszug hat ein Problem. Was hat er für ein Problem? Naja, da war wohl irgendwo auf der Strecke, wo, also Strecke nach Dresden geht von uns aus am besten über Leipzig. Das heißt, wir sind von Erlangen Hauptbahnhof, naja, gut, Erlangen Bahnhof, Hauptbahnhof gibt es keinen Erlangen, vom Erlanger Bahnhof abgefahren. Und da ja, war der Zug pünktlich, gar kein Problem, alles easy peasy, super leise und Steckdosen haben wir dann auch gefunden. War ein bisschen tricky, aber gut, es sind zwischen den Sitzen, bei jedem Zug ist es ein bisschen anders, aber zum Glück gab es Steckdosen und Empfang war bis nach Leipzig 1A, muss ich sagen. Also die hatten zwar WLAN, aber irgendwie das WLAN, weiß nicht welches Netz es hatte, aber mein O2-Netz hatte auf alle Fälle keine Probleme. Und das WLAN der Deutschen Bahn hat zwar WLAN-Empfang gehabt, aber war dann teilweise halt laggy. Da kam halt nichts durch, ne? Wie auch immer, über was die das laufen lassen. Ich glaube Telekom oder so müsste das dann drüber laufen oder Vodafone. Auf alle Fälle hat es nicht so ganz hingehaut. Naja, bin halt wieder in mein Netz gegangen, hatte durchgehend eigentlich, wie gesagt, bis Leipzig LTE-Empfang, was doch ziemlich cool war. Okay, es ist eine Neubaustrecke und anscheinend haben sie da halt schon vorgesorgt und in den Tunnels überall dann halt LTE-Versorgung gemacht. Anders funktioniert es ja auch nicht. Ja, dann allerdings haben wir dann schon gesehen, oh Mist, der Zug hat aufgrund, also dieser Anschlusszug, den wir dann in Leipzig erwischen müssten, da hätten wir 20 Minuten Umsteigezeit gehabt. Der hat also Verspätung, weil eben auf der Strecke, wo der herkommt, irgendein anderer Zug irgendeine Ladung verloren hat und von daher, naja, ihr kennt die Spielchen, mussten die irgendwie umgeleitet werden und dann waren schon mal 90 Minuten Verspätung drin gestanden und irgendwann war da drin gestanden, Zug fällt aus. Dann kam aber plötzlich ein Ersatzzug, der dann nur tatsächlich von Leipzig bis nach Dresden fuhr und nichts anderes. Und der war laut Fahrplan pünktlich halt, ne? Und haben wir uns schon gefreut, na gut, passt wunderbar, dann kriegen wir dann einen Ersatzzug. Bis wir dann irgendwann, bis der Zug dann mitten auf der Strecke stehen blieb. Und erst einmal, aha, ist das jetzt normal? Ja, und dann kam die Ansage, ja, Kinder im Gleis. Na gut, ich habe mir schon gedacht, okay, das wird wohl etwas Längeres, weil ich weiß ja, was dann für Alarmketten dann kommen, wenn das gerade passiert ist und so weiter und so fort. Ne? Also das sind immer Spielchen dann. Ne? Naja, wie dem auch sei, waren wir natürlich dreiviertel Stunde da rumgestanden. Der Schaffner oder der, weiß nicht, wie ist der Board Steward oder wie auch immer man ihn nennen mag, der hat immer ganz coole Witzchen gemacht. Und hat das Ganze dann auch noch ein bisschen mit Späßen unterlegt und dann plötzlich ging es dann halt wieder nach einer Dreiviertelstunde weiter. Aber natürlich der Anschlusszug, der extra jetzt gemacht wurde, damit man einen Anschluss hat nach Dresden, der ist natürlich gefahren, dem war das wurscht. Ne? Bei dem waren ja keine Personen im Gleis.
sodass wir dann einen der nächsten Züge nehmen mussten und das war dann halt den Regionalexpress. Tja, der ist natürlich entsprechend langsamer und der ist zwar dann, den haben wir dann zwar gut erwischt, also da waren wir dann bloß dort 5-10 Minuten oder so, Abstand hat man zu dem, den hat man dann noch gut erwischt, aber naja, er fährt halt langsam, er hat kein WLAN an Bord, er hat keine Signalverstärker an Bord, er hat keine Steckdosen an Bord und ja, andere werden ICE gewesen, was wir bezahlt hatten. Na gut, dann sind wir tatsächlich in Dresden angekommen und ich habe dann schon auf die Uhr geschaut und gesagt, na hoffentlich hat jetzt der mehr wie eine Stunde Verspätung, weil wer die Spielchen bei der Deutschen Bahn kennt, der weiß, dass man erst ab 60 Minuten eine Entschädigung bekommt. Und ja, da hat man Glück. Tatsächlich war der Zug dann im Gegensatz zum anderen 60 Minuten und 30 Sekunden verspätet. Also die Ankunft war 60 Minuten und 30 Sekunden verspätet, weil laut Fahrplan wär der RE 5 Minuten eher da gewesen, aber der hatte dann auch nochmal Verspätung. Und so hatten wir dann eine Stunde Verspätung. War jetzt nicht weiter tragisch. Wir waren dann halt um 12:30 in Dresden. Wie gesagt, die Abholung war ja erst dann für 15:00 terminiert. Gut, es gab halt vorher noch eine Führung. Man hat noch ein kostenloses Essen bekommen. Haben wir natürlich mitgenommen, weil es alles in diesem 500 € Auslieferungspaket mit drin ist, dass sie einen aus der Nase ziehen. Ist halt so. Anders geht's nicht. Ne? Also friss oder stirb. Ne? Und na gut, da haben wir uns die Fertigung, Anführungszeichen, ist ja nur die Endmontage da angeguckt. Ja, ist jetzt auch nichts dramatisch Neueres. Also, außer dass jetzt da nicht mehr ein Verbrennungsmotor halt dann bei der Hochzeit da ist, sondern halt das Batteriechassis unten drauf kommt. Aber wir kennen das ja schon, also das ist jetzt für uns nichts Neues gewesen, aber trotzdem mal interessant zu sehen. Und wenn es kostenlos dabei ist, warum nicht, ne? Jo, und dann kam tatsächlich auch schon die Übergabe. Und ja, was soll ich sagen? Das haben sie total auf Show gemacht. Also wer es schon mal in der gläsernen Manufaktur sein Auto abgeholt hat und man kann da also tatsächlich nicht nur die Elektrofahrzeuge abholen, sondern auch Verbrenner. Leider. Also lass uns das halt zu. Also kannst du halt jedes Auto da abholen und dann kommt in so einen Raum, so einen Riesenraum mit Multimedia-Show und riesen Musikanimation und bla bla. Ist halt ein bisschen. Außenrum und dann plötzlich in der Ecke, du siehst halt erst einmal nichts, plötzlich in der Ecke geht dann halt so ein Rondell auf und dann steht da plötzlich dein Fahrzeug und du darfst das Fahrzeug dann runterfahren und naja, halt ein bisschen auf Show gemacht. Und ja, was soll man sagen, war ganz nett. Was ich mir ein bisschen mehr erhofft hätte, wäre dann wirklich die technische Einweisung bei der Übergabe gewesen. Da muss ich sagen, war es bei Renault besser. Also muss man sagen. Ich habe zwar Fragen stellen können, aber halt so richtig ausführlich war es nicht. Gut, man hat noch den WLAN-Hotspot das eingerichtet und dann halt das CarNet aktiviert. Das haben sie, hat die freundliche Dame dann noch gemacht. Mehr durfte sie dann aber auch wieder nicht. Vielleicht war es deswegen, dass halt das so kurz war, weil halt wegen Corona-Bedingungen sie nicht ins Auto einsteigen durfte und das halt von außen machen musste. Vielleicht war es deswegen so wenig, aber gut, sie hat 2-3 Fragen beantworten können. Eine Frage habe ich gestellt, wie es ausschaut, mit wie man das Kabel dann wieder rauskriegt aus dem Auto. Und hat sie gesagt, naja, Fahrzeug in Riegeln. Da habe ich gesagt, wie ist es dann, wenn man dann, wenn das Fahrzeug verriegelt ist und man kommt dann an die Ladestation hin und entriegelt, ist dann die Ladung unterbrochen oder nicht? Und dann wusste sie es nicht, hat sie gemeint, wahrscheinlich. Also ich meine, jemand, der in der gläsernen Manufaktur arbeitet und da halt, wo die E-Golfs produziert werden, das sollte schon sich auskennen, wie das funktioniert. Also den Anspruch habe ich schon. Das war nicht so glücklich. Wusste nicht. Ich habe es dann ausprobiert auf der Rückfahrt, aber da komme ich dann da drauf. Sage ich jetzt mal, ja, Spoiler-Alarm. Also die Ladung unterbricht nicht. Ja, genau. Jo, so schaut's aus. Das war so die Übergabe in Dresden und ja, wie es bei der Rückfahrt ausgeschaut hat, das seht ihr in dem nächsten Video. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.